Pressekonferenz. Also das hat mein Vater immer gesagt. Ja, also wir haben uns auf jeden Fall sehr gut vorbereitet auf den Kampf. Wir hatten eine harte Vorbereitung. Und ja, ich bin einfach froh, dass die Vorbereitung irgendwie jetzt vorbei ist. Weil die war ehrlich anstrengend gewesen. Und ja, ich freue mich einfach auf Samstag. Jetzt ist das schon beim letzten Mal angesprochen worden. Diese Kampfstätte, das Estrel in Berlin, hat ja auch legendäre Schwergewichtskämpfe als Vorfolge. Es gab einen legendären Kampf mit Vitali Klitschko. Es gab auch schon die Europameisterschaft dort in der Halle. Damals hat sich ein Luan Krasnitschi so gerade eben mit einem Unentschieden gegen Timo Hoffmann den Gürtel gerettet. Wie reißt du dich in diese Historie ein? Was soll am Samstag hinter deinem Kampf als große Schlagzeile stehen? Also, die Leute, die mich kennen, wissen, ich mache keine Prognosen oder so zu dem Kampf und sage, er wird so verlaufen oder ich werde ihn K.O. schlagen oder sonst was. So was mache ich nicht und ja, ich habe mich einfach gut vorbereitet. Ich freue mich einfach auf Samstag. Ich wünsche, ja, ich hoffe, das wird ein guter Kampf. Mehr nicht. Gut, weil mit der Vorbereitung hat natürlich ein maßgeblicher Mann mit sozusagen dich begleitet. Gib mal das Mikro an, Zücke Axel dazu weiter. Zücke, das große Meisterstück können wir auch gerne wiederholen, weil es das wert ist. Hat ja Agit in Monaco abgeliefert gegen Derek Chisora. Da hattest du einen klaren Plan. Diesen Plan hat der Junge mit schnellen Beinen umgesetzt. Ich denke, wir müssen nicht über den Plan sprechen, aber was hat sich Agit oder was war mit Agit in den letzten Wochen im Speziellen deiner Arbeit, deiner Hauptarbeit, der Hauptfokus? Die letzten Wochen, wo wir waren, haben wir neue Taktik jetzt gemacht, die wir mal Samstag zeigen. Diesmal ein bisschen anders wie in Monaco. Und über den Trainingsplan kann ich nur sagen, lief alles gut, ohne Verletzung, gibt keine Ausreden, Samstag wird es umgesetzt. Also auch nichts, was einem irgendwie noch kurzfristig und alles war sozusagen nach Plan. Wo habt ihr genau trainiert? Bitte? Wo ihr genau trainiert habt? Wir haben in Düsseldorf bei uns im Gym, UFD-Gym trainiert. Wir haben auch gute Sparringspartner gehabt. War alles okay. Wir haben viel, konnten über den Gegner natürlich nicht viel sehen, weil da im Internet nichts ist. Und unterschätzen tun wir den eh nicht. Gucken wir mal das Samstag aus, wie wir denn umsetzen alles. Dann gibt man das Mikro gleich an Erdogan weiter. Erdogan, ein Boxer ist immer nur so stark wie sein Team. Und ich glaube, dieses Team hat gerade in Monaco umgesetzt, wie stark es ist oder gezeigt, wie stark es ist. Was macht euch aus? Einmal der Standort, das ist natürlich mit Zykro da auch, wo Agit wohnt, im Ruhrgebiet. Was macht euch sonst als Team aus? Du hast ja schon gesagt, der Zusammenhalt. Das macht es aus. Der Zusammenhalt heißt was? Dass wir immer füreinander da sind, sage ich. Und dass der eine auf den anderen aufpasst, sozusagen. Richtig. Gut, dann geht das Mikro mal wieder zu Agit zurück. Agit, jetzt kam so, ja gut, über den Jan Rochstein war so nicht viel zu sehen, aber ich glaube, du hast auch so Sätze gesagt, dir ist es völlig egal, wer im Ring steht. Das ist natürlich auch ein bisschen die Perspektive der nächsten, sagen wir, Monate, im nächsten Jahr. Also dir ist es völlig egal, wen man dir in den Ring stellt. Der da kommt, der muss besiegt werden. Trotzdem zwei, drei Worte zu deinem Gegner. Ja, das auf jeden Fall ist, wie gesagt, also natürlich trainierst du auf den Gegner hinaus, also du guckst den Gegner dir an, wenn du den studieren kannst und das umsetzen kannst, was du im Training kannst, gemacht hast, ist super. Aber wenn du halt nicht viel sehen kannst, musst du hart trainieren, weil am Endeffekt will man nach oben und gegen die Besten der Welt boxen. Und ja, das ist einfach wie ein Stein, den man aus dem Weg räumen muss. Kommen wir zu den